Hallo, liebe Deutschlernende! Bist du bereit für Episode 4 über spannende Philosophen? Heute geht es um den antiken Philosophen Platon. Viel Spaß! Ja, Platon war eine interessante Persönlichkeit. Wie ich im letzten Video erwähnt habe, ist es ihm zu verdanken, dass wir über Sokrates wissen, weil er vieles über Sokrates aufgeschrieben hat und Sokrates selbst nichts aufgeschrieben hat. Und Platon war ein Schüler Sokrates und er hatte ein paar interessante Ideen. Aber bevor ich über die Ideen spreche, möchte ich kurz etwas über den Namen sagen. Ja, auf Englisch sagt man oft Plato. Man kann auch im Deutschen Plato sagen, ohne N. Aber im Deutschen ist es eher üblich, Platon zu sagen, ja, mit N. Ja, also sage ich Platon. Okay? Also, und Platon hatte ein paar interessante Ideen. Zum Beispiel hatte er die Idee, dass bevor wir geboren werden, erleben wir Konzepte in ihrer perfekten Form. Wir erleben Konzepte in ihrer perfekten Form. Was meine ich damit? Okay, hier ist ein Baum. Ja? Dies ist ein Baum. Und laut Platon weiß ich, dass dies ein Baum ist und dass dies ein Baum ist und dass dies und dies und dies, dass dies alles Bäume sind. Laut Platon weiß ich das, weil ich vor meiner Geburt in einer anderen Dimension war und dort den perfekten Baum gesehen habe. Und weil ich vor meiner Geburt den perfekten Baum gesehen habe, schaue ich jetzt dieses Objekt an und denke mir, ah, Baum. Okay? Das sagt Platon. Ja, Aristoteles ist anderer Meinung. Aristoteles war meiner Meinung, dass ich weiß, dass dies ein Baum ist, weil ich viele Bäume gesehen habe und mein Gehirn so funktioniert, dass ich bestimmte Dinge, die ähnlich sind, unter einer Kategorie zusammenfasse. Ja, laut Aristoteles weiß ich, dass dies ein Baum ist, weil ich viele Bäume gesehen habe. Und als ich ein Kind war, haben meine Eltern gesagt, schau mal, da ist ein Baum, schau mal, da ist ein Baum. Dann habe ich mir gedacht, ah, dann ist das auch ein Baum. Okay? Und das sagt Aristoteles. Aber Platon sagt, nein, wir kennen Konzepte, weil wir früher mal das perfekte Exemplar gesehen haben. Okay, ich denke, das ist ein bisschen seltsam, aber okay, ich habe Platon nie wirklich gelesen, sondern nur aus zweiter Hand. Also will ich ihn nicht zu sehr kritisieren. Ich bin Laie. Ich bin nur Hobbyphilosoph. Genau, also das war Platons Idee von den Konzepten. Ja? Ein Gegenargument ist zum Beispiel, was ist mit schlechten Dingen oder mit ekligen Dingen? Ja? Ja? Was zum Beispiel mit Popeln? Ja? Weiß ich, dass etwas... ich sehe ein Objekt und ich sage, Popel, ist das, wie Aristoteles sagt, weil ich weiß, wie ein Popel aussieht, aus Erfahrung? Oder ist das, weil ich irgendwann mal den perfekten Popel gesehen habe? Laut Platon ist es so, weil ich irgendwann mal den perfekten Popel gesehen habe. Ja, also das ist ein bisschen seltsam. Also das ist ein Gegenargument. Ja, was ist mit Dingen, die nicht so gut sind? Habe ich da auch das perfekte Exemplar von einem bestimmten Konzept gesehen, dass das eigentlich kein gutes Konzept ist oder ein nicht so gutes Konzept und so weiter? Naja. Eine zweite Idee, und die kennst du bestimmt oder kennst du vielleicht, wenn du dich ein bisschen mit Platon schon beschäftigt hast, ist das Höhlengleichnis. Ja, das Höhlengleichnis. Ja, ein Gleichnis ist so etwas wie eine Metapher.
Und Platon hatte diese Metapher. Was ist, wenn wir oder bestimmte Menschen in einer Höhle aufwachsen? Sie können den Kopf nicht bewegen, sie können nicht nach links und nach rechts schauen, sie können vor allem nicht zurückschauen, sondern sie sehen nur geradeaus und schauen auf die Wand. Sie schauen auf die Höhlenwand. Hinter ihnen ist ein Lagerfeuer oder ein Licht und sie sehen die Schatten. Sie sehen die Schatten, die von dem Feuer erzeugt werden, an der Wand. Und da sie die ganze Zeit, seit sie leben, in dieser Höhle verbracht haben, nehmen sie an, dass dies die Realität ist. Sie sehen die Schatten in der Höhle und sie nehmen an, dass dies die Realität ist. Eines Tages entscheiden die Wächter, ja, die Leute, die sie da gefangen halten, entscheiden, jemanden freizulassen. Oder dieser Mensch befreit sich selber. Ja? Sie sind irgendwo festgebunden. Und ein Mensch befreit sich. Und er kann endlich zurückschauen. Und er sieht das Feuer. Ja? Erstmal ist er total geblendet. Ja? Er ist total geblendet von dem Feuer. Und langsam gewöhnen sich seine Augen an das Licht und er klettert aus der Höhle hinaus. Er sieht die Sonne, ja, er sieht die Landschaft, er sieht eine Wiese, er sieht Bäume, denkt sich, wow, ist das nicht schön? Und dann denkt er sich, was ist mit meinen Freunden, die noch in der Höhle sind? Ich muss zurückgehen, ich muss ihnen davon erzählen, ja? Ich muss ihnen davon erzählen, was ich hier erlebt habe. Und er geht zu seinen Freunden und sagt zu ihnen, hey, ihr werdet es nicht glauben, aber ich habe etwas total Tolles entdeckt. Ja, ich habe entdeckt, dass es etwas außerhalb dieser Welt gibt. Und er versucht sie davon zu überzeugen, auch sich zu befreien und aus der Höhle hinauszukommen. Aber die Leute wollen es nicht glauben und sie töten ihn. Ja. Das ist zumindest das deprimierende Ende der Geschichte. Man kann die Geschichte natürlich auch anders erzählen. Und diese Idee ist übrigens auch eine Idee, auf der ein Film basiert namens Die Matrix. Ja. Falls du Die Matrix gesehen hast, ein sehr guter Film, den ich sehr empfehlen kann, ja, dass eben diese Metapher in anderer Form dargestellt. Ja. Und zwar so, dass wir in einem Computerprogramm sind. Ja, wir sind in einem Computerprogramm und wenn wir aus diesem Computerprogramm rauskommen, dann ist es schwer, die Leute zu überzeugen, dass wir tatsächlich in einem Computerprogramm sind. Okay, also das ist der Film Die Matrix. Und der Film greift direkt eben dieses Höhlengleichnis von Platon auf. Ja? Platon hatte noch viele andere Ideen. Er hat zum Beispiel ein Buch geschrieben namens Die Republik. Ein Buch, das eigentlich eher von dem, was ich gehört habe, eine Diktatur bezeichnet. Ein Buch, das von dem, was ich gehört habe, eher eine Diktatur beschreibt. Und zwar eine Diktatur von Philosophen. Ja, eine Gruppe, eine Elite, die alles regelt. Weil Platon der Meinung war, ja, die Philosophen, die sind viel schlauer als alle anderen. Und die Philosophen, die sollten alles regeln. Ja, also das war eine andere Idee von Platon. Okay? Das war Platon. Wie gesagt, ich bin ein Laie, ich bin ein Hobbyphilosoph. Das heißt, es kann sein, dass ich Fehler gemacht habe und dir manche Dinge falsch erzählt habe. Aber das ist so ein grober Umriss von dem, das ist ein grober Umriss von dem,
woran ich mich erinnere von dem, was ich gelesen habe. Okay? Und ich habe viel über Platon gelesen und das ist, woran ich mich am meisten erinnere. Okay? Vielen Dank fürs Zuschauen. Schreib mir doch in die Kommentare, über welchen Philosoph ich noch sprechen soll. Na, das ist vielleicht eine schlechte Idee, weil ich dann eventuell diesen Philosophen nicht so gut kenne. Aber du kannst dir mal über deinen Lieblingsphilosophen schreiben und in den Kommentaren ein bisschen etwas über diesen Philosophen erzählen und warum du ihn interessant findest. Ich bin gespannt. Okay, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns morgen. Tschüss.